Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei einem Let's Play auf dem ParkTube-Kanal. Und natürlich, was sonst? Planet Coaster. So, jetzt werden sich einige fragen, hä, warum? Ich dachte, auf deinem PC läuft Planet Coaster nicht. Doch, Planet Coaster läuft auf dem PC, das ist Fakt, nur nicht im Stream. Weil da ist das Streamprogramm noch nebenbei am Laufen und noch das Spiel. Dann sagt mein Laptop so, nein, jetzt ist genug, jetzt höre ich auf und dann schmier ich ab. So. Aber ein Let's Play ist drin und deswegen habe ich mir gedacht, ja, Off-Saison und man hat eh nichts zu zeigen. Deswegen werden wir jetzt Planet Coaster spielen. Ich verspreche nicht allzu viel. Ich verspreche, es ist kein Versprechen, aber ich versuche, dass jeden Tag eine Folge rauskommt, à 20 Minuten. Ja, ich versuche, so einen Richtwert zu machen. Also ich versuche, dass jeden Tag was kommt. Wenn es mal nicht der Fall sein sollte, dass einmal ein Tag was ausgesetzt wird, dann ist das so. Dann sind das halt Zeitprobleme und die hat jeder. So. Und ja, ich dachte mir, dass wir gemeinsam so einen Park aufbauen und ich halt auf die Kommentare ein bisschen eingehe, was ihr euch so wünscht, welche Thematisierung, welche Achterbahn und. Natürlich werde ich am Anfang alleine starten müssen. Ja, und ich bin sehr organisatorisch angelegt hier. So, ich muss mal gucken, dass ich den Popschutz ein bisschen höher mache. Ah, so, jetzt komme ich auch an die Tastatur. Hammer. Ja, Planet Coaster. Ich habe es schon vor 6 Monaten angekündigt im Gamescom-Video, dass ich ein Let's Play von Planet Coaster eventuell starten werde und es ist der Fall. Und wie ich sehe, übersteuere ich manchmal, aber das ist kein Problem, dann rede ich ein bisschen leiser. So. Das heißt, ich habe schon mal ein bisschen was gebaut, aber das darf man nicht zeigen, das ist nicht gut. Und würde sagen, dann drücke ich mal auf Spielen. So, also ich wäre eher für den Modus Sandbox, weil da kann man halt sich einen Park bauen, ohne finanzielle Schwierigkeiten. Und da ich mit Geld sehr gut umgehen kann, nehme ich lieber den Sandbox-Modus, weil ich finde es angenehmer. Guck, das bin ich hier, der coole Typ. Das ist der Andi von ParkTube. Und, ja, der winkt uns schon zu. Ich drücke auf den Sandbox-Modus. Und gut, ja. Nächstes Problem, welche Szenerie nehmen wir denn? Also Arktis würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Es sieht zwar schön aus, aber für einen Freizeitpark... Oh, man weiß es halt nicht. Tropen auch nicht schlecht, Wüste auch nicht schlecht. Graslandschaft ist eigentlich natürlich das, was jeder eigentlich so benötigt, um viel Platz zu haben. Und weniger Platzprobleme, sage ich. Weil das Terrain ist einfach gerade. Da kann man halt besser bauen. So, deswegen nehme ich die Graslandschaft. Und nächstes Problem, wie nennen wir unseren Park? Ich weiß, es ist einfallslos, aber was soll's? ParkTube Park. ParkTube Park. Ja, Hammer. Nehmen wir einfach. Weil fällt nichts Besseres ein. So! Ich habe keine Ahnung, was ich hier gleich machen werde oder bauen werde. Ich habe Planet Coaster eigentlich selten gespielt in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ich hatte anderes zu tun. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber hasst mich nicht deswegen, falls der Park dann doch irgendwie scheiße ist am Ende. Das liegt dann halt an mir. Da machst du nichts falsch. Also du, nur ich. So. Dann gucken wir mal, also Grafik geht noch, ne? Also ich habe das jetzt alles auf so mittelhoch gestellt, also jetzt nicht auf alles extrem, weil sonst verbrennen mir die Kabel hier rechts oder links, denn die CPU wird nämlich sehr heiß, sehr, sehr heiß. So, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Eingangsbereich und oh, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll oder wie. Auf jeden Fall gucken wir uns erstmal um, was es überhaupt hier in diesem Spiel so gibt. Vielleicht drücke ich erstmal auf Pause, damit uns die Zeit nicht verloren geht. So, Benachrichtigung, aha, Parkverwaltung, da haben wir, Gästeübersicht, so viele Gäste haben wir jetzt, also 0, das ist standardmäßig, also in meinem Park sind nie Gäste. Aha, Finanzen, das ist aber, genau, ja, weiß ich gar nicht, ob das irgendwie relevant wird gleich, weil Sandbox-Modus hast du ja unbegrenztes Geld, da unten steht es doch, 000, ist aber unbegrenzt. So ein Portemonnaie hätte ich gerne, unbegrenzt, so. Öffnungszeiten kann man hier einstellen. Von 8 bis 0 Uhr. Aha. Schließt von 8... Ach so, das sind die Minuten. Sorry. Schließt um 18 Uhr. Ja, das ist eigentlich immer so der Richtwert. Ungefähr so lang haben auch Parks wirklich geöffnet. Attraktionen und Läden. Natürlich haben wir noch nichts gebaut. Das werden wir aber jetzt schnell ändern. Oh, Leute, ich muss erstmal überlegen, was wir überhaupt machen. Was machen wir denn, Leute? Was machen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal auf meine Baupläne. Habe ich da irgendwas? Colorado Adventure und Black Mamba. Aha, ja, die habe ich mir mal da abonniert oder wie man das auch macht. Man kann ja irgendwas anklicken und sozusagen runterladen. Baupläne, die halt Leute erstellt haben. Auch eine coole Idee. So, warte mal, ich habe jetzt nichts zu trinken hier. Ich habe trockenen Hals. Verdammt. Warte mal, ich setze mal kurz einen Cut. So, der Durst ist gestillt. Es geht weiter mit, naja, mit keinen Ideen haben. So, gut, das sind die Baupläne. Man hat hier Achterbahnen, Schienen, Fahrgeschäfte, Läden und Souvenir, Gebäude, Szenerie. Und ich glaube, hier sind wir langsam angekommen, was ich suche. Und zwar müssen wir jetzt halt eine gute Szene bauen, weil der Eingangsbereich ist immer das Know und How eines Freizeitparks. Das lädt die Leute mal oder die Gäste ein und bereitet schon ein Lächeln ins Gesicht. Ich rede viel, wenn der Tag lang ist. So, dann gucken wir mal. Hier sind sogar schon fertige Gebäude. Angepasst. Oh Gott, ich habe Angst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich fertige Gebäude nehmen soll, aber das ist ein Lebkuchenhaus. Was? Wett? Festliches Haus. Aha. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt eigene Gebäude baue. Ich müsste, weil das sind wirklich nicht viele hier. Genau, das sind nicht wirklich viele. Deswegen bin ich gezwungen, eigenes zu machen. Aber vorher brauchen wir natürlich einen Weg. Denn ohne Weg können die Menschen hier nicht vorangehen. Und was nehmen wir denn da für so einen Eingang? Pflastersteinweg ist eigentlich immer das. Schwer zu sagen. Dunkelroter Weg mit Wirbeln. Ich glaube, ich bin... Oh Mann, das ist so Main Street mäßig, ne? Das, dann muss das eigentlich eine Straße sein. Auch keine rote Straße oder blaue. Pflastersteine. Verdammt. Ist das eine Straße hier? Nee. Kiesweg auch nicht. Auch nicht. Schwarzer Weg, ein Planet Coaster Logo. Aha. Was machen wir denn da jetzt? Schwere quadratische Steinplatten mit Steinrand. Ich glaube, ich nehme mal hier diesen. Kleine quadratische Steine mit Holz. Mit Holzrand? Mit Holz? Was? Wie sieht denn das aus? Ach, das da... Okay, das ist aber auch nicht wirklich das, was ich suche. Das auch nicht. Das geht. Aber ich suche... was suche ich denn? Oh, verdammt. Guck, ich bin jetzt schon überfordert beim Weg. Wie soll das noch enden hier? Oder wie, warum? Wieso? Weshalb? Hier hast du dann... Nee, hier hast du dann immer wieder das Logo. Ist zwar schön und nett, klar, aber nicht das, was ich suche. Das ist zu dunkel. Das ist Kies. Das will ich keinem zutrauen. Das auch nicht. Das ist zu trist irgendwie. Das ist irgendwie doof. Komm, dann nehme ich jetzt einfach hier diese Pflastersteine. Was soll's? Viel falsch kann man nicht machen. Oder halt doch. Kann man das nicht hier so verbinden? Ah, man kann das verbinden tatsächlich. So, warte mal, wie mache ich das denn? Fängt schon gut an. Siehst du? So, das ist das P für ParkTube. So, ich bin fertig. Nee, ich will das irgendwie anders. Kann man das nicht als Platz machen? Ihr wisst, was ich meine, ne? Also kein Weg, sondern wirklich ein Place to be. Ein fetter Place to be. Das soll weg! Das soll weg! Geht das nicht? Natürlich, was? Warteschlangen. Nee, 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 das ist es nicht. Hä? Warum geht das nicht? Ich sag euch, ich kenne das Spiel noch nicht so gut. Also ich lerne quasi im Let's Play jetzt, wie man es wirklich spielt. Das ist natürlich sehr gut. Das sollte jeder so machen. Was? Was? Breite? Aha, aha, da kommen wir der Sache schon näher, wollte ich sagen. Näher. Dann machen wir das mal kurz weg, So, aha, so ist das schon richtig. Aber ich gehe mal noch mehr in die Breite. Das sind dann 10 Meter Breite. So. So wird ein Schuh draus, Freunde. Aber das ist immer noch zu klein. Aber ich gehe mal so in die Richtung. Und dann würde ich gerne... Ich hab Skills, ich hab so viel Skills. Skillity Skill, Skillity Skill, Skill, Skills. So, viele bunte Skittles, das ist aber nicht das Thema, verdammte Scheiße. Ich scheitere schon am Weg. Das glaubt mir keiner. Hilfe. Hm, kann man das so... Gut, dann hätten wir schon wenigstens irgendwas. So, dann kann man... Aber das sieht ja nicht so geil aus. Das mache ich nochmal neu. Also pass auf. Warum ist denn der jetzt länger? Das sieht falsch aus, aber warum sieht das jetzt länger? Oh. Spiel! Spiel! Tut mich sorry, aber ich lerne gerade. Die Westen mit so einem Kreis hier. Hm? Mache ich jetzt einfach, weil sonst flippe ich gleich aus. So, dann kann man hier, geht's dann zu irgendeinem Place und nach vorne durch. Natürlich Main Street. So. Reicht, ne? Reicht erstmal. So. Genau. So, dann wollen wir das erstmal kurz, also den Weg, Editor, bitte kurz wegpacken. Bitte kurz weg. Bitte. So, so ist das gut. Pass auf, dann haben wir Folgendes. Wir haben schon mal so eine Art schäbige Eingangshalle. Gut, ist nun mal so. Aber mal gucken, was es draus wird. Das sieht aus wie ein Kaninchen oder halt eine Pistole, die nach vorne zeigt. Naja, Fantasie. So, gucken wir mal. Läden und Souvenirs. So, was haben wir denn hier? Piratenschiffsbruch, Toilettenhütte. Aha, aha. Mhm. Natürlich am Anfang eine Toilette. Das muss natürlich her. Gucken wir mal, was es für Toiletten so gibt. Wie halten wir denn jetzt den Eingang? Also in welchem Stil? Piratisch? Oder amerikanisch? Geht ja gar nicht. Ich habe ja gar nicht so viele Sachen eigentlich. Das ist alles Piraten. Irgendwie fast. Parkeingänge. Ach du heiliger Bimbam. Die muss man auch noch machen. Freunde, das ist zu viel. Das ist zu viel. Warte mal. Oh. Oh. Aber ist irgendwie schon geil. Warte mal. Wie kann ich das rotaten? Kann ich das drehen? In die Richtung? Was? Nein! Ich wollte das... Verschieben. Ah, mit... Hä? Frag mich nicht, wie ich das gedreht habe. Ich versuche das nochmal. Ich weiß aber nicht, ob das der Eingang sein wird. Sieht zwar Hammer aus, aber ja. Freunde, wie habe ich das jetzt gerade gedreht? So, dann müssen wir das verschieben. Genau, so. Ja, haben wir eigentlich. Ich mache das jetzt mal so. Es ist halt ein bisschen so, ja, ich habe das eingefügt und hast nichts selber gemacht, aber ich muss ja langsam mal lernen. Und ich will ja mehr den Wert auf die Coaster legen und danach thematisieren wir das natürlich. Aber vorher so, oh Gott, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Gebäude, so. Was kann man denn so drumherum? Burgpassage. Wie dreht man die Objekte per Knopfdruck? Ach, mit Y, mit Y. Mit Y. Gut, kann man das auch spezifischer drehen? Ja, das geht. Dann machen wir das, pass auf, dann machen wir das so. Eins hier vorne. Haben wir dann noch was Burgiges. So, was haben wir denn noch? Was ist das hier? Märchenturm. Ja, 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 ja. Soll ich das über den Weg? Nee, warte mal. Dann mache ich das hier. Davor mache ich dann schön Bäume, schön grün. Das soll ja alles auch ein bisschen natürlich aussehen. Das ist sehr wichtig. Nichts künstlich, alles natürlich. Mehr Burgiges haben wir nicht. Mm. So, was haben wir denn noch so? Karibisches Haus. Das gehört aber auch zu kleine Gebäude. Ach so, so ist das Unterteil. Große und kleine Gebäude. Ah, verdammt. Oh ja, oh ja, oh ja, warte mal. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das haben wir gleich. Das ist erstmal nur so die Eingangskulisse, ne? Das ist ja noch ja nicht. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst vor diesem Spiel. Ich habe mich lange davor gedrückt, aber die Langeweile und die Off-Saison, die haben es echt, die haben es mir angetan, das Spiel eigentlich mal zu starten. Verdammt, das ist so viel. Ja, wie gesagt, ich bin erstmal hier so planlos, ne? Ich versuche hier ein bisschen was Schönes hinzukriegen. Betonung liegt auf Versuchen. Da mit allen Mitteln, erstmal mit allen Mitteln. Kann man das jetzt... Kann man das jetzt so anbieten? Kann man das jetzt so machen? So. Das sieht doch schon mal geil aus, eigentlich. Eigentlich. So, dann pass mal auf. Ich könnte ja... Warte mal. Habe ich das jetzt... Ne, es ist auf beiden Seiten ungefähr gleich. Ne? Ja, ja, gut. Da machen wir das weiter. Ich könnte jetzt quasi, weil das ja so ein bisschen abgekattet aussieht, diese Burg. Oder ist das Märchenschloss. Kann ich ja hier, wie heißt es? Auf Szenerie. Oder Gebäude. Genau, angepasst. Wände. Sind das so Burgdinger? Ja, 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 ja. Warte mal, hier gibt es ja auch eine gerade Wand. Was ist denn das eigentlich? Wie ist das? Ja, das kommt schon hin. Pass auf. Auch wenn das farblich jetzt nicht unbedingt passt. Ich weiß nicht. Gerade Wände bitte. Ich brauche gerade Wände. Gerade. Das ist nicht gerade. Ich habe so viel Plan vom Spiel. Es tut mir so leid. Warte, ich habe eine folgende Idee. Pass auf. Kann man die auch so spezifisch drehen? Ja, Hammer, das geht. So, dann machen wir das folgendermaßen. Bitte nicht hauen. Das muss schon ein bisschen reinragen. So ungefähr. Verdammt. Also viele Let's Player machen das auch so, dass sie halt vorher aufnehmen und das dann halt vorspulen und dazu dann halt kommentieren. Ich mache das nicht so. Ich werde ein normales Gameplay machen und da, also halt live, also Let's Play, also normales Let's Play halt. Ich hoffe, das ist euch recht und so kann man auch viel mehr quatschen und viel mehr sehen auch, ne? Das ist ja auch die Hauptsache, aber ich plane wieder irgendwie an mir vorbei. Warte mal, das ist irgendwie... Was mache ich denn hier? Ich mache erstmal so. Kann man auch in die Höhe bauen? Ja. Nein. Was? Wieso? Warum drehst du dich? Ich habe ihn nicht erlaubt, sich zu drehen. Stopp! Spiel? Ist alles okay bei dir? Warum dreht er sich immer? Warum bleibt er nicht so? Na super. Ich bin zu viel aus Rollercoaster Tycoon gewohnt. So. Geht das? Hallo? Was geht? Ach so. Es geht doch. So, pass auf. In welche Höhe gehe ich denn jetzt damit? Ich glaube, das soll... Ah, okay. Noch einen kann ich gehen. So. Und dann... Pass auf. Dann kann man den ja... Und schon hat man so ein bisschen, ne? Aber das geht noch weiter, meine Freunde. Das geht noch weiter. Ich hätte jetzt echt gern gerade Wände, aber... Was ist denn das? Das ist eine Holzwand. Eine Holzwand brauche ich gerade nicht. Gibt es hier irgendwie was Steiniges? Steinig und schwer. Also... Haha. Ich habe es. Haha. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das passt nämlich gerade gut in meinen Plan. Kann ich den nicht spezifisch drehen? Oder muss ich erstmal so escapen und dann... Ich lerne. Moment. Keine Sorge, keine Panik. Ich bin am Lernen. Oh, wir haben gleich... Die 20 Minuten haben wir, glaube ich, schon gleich erreicht. Aber ich muss wenigstens diese Seite zu Ende bauen, sonst hat man nichts gesehen heute. Außer nur meine Skills und die sind sehr hart. Da muss man erstmal verschnaufen. Auch ich muss danach verschnaufen. So. Bin ich jetzt schon wieder zu weit? Leute. Also ich habe selber jetzt Angst vor mir. Ich wollte halt nochmal raus und rein in dieses Objektbau-Ding, weil ich dachte, dass sie das irgendwie verbunden haben und ich konnte es gerade nicht spezifisch drehen, weil ich will das jetzt nämlich wieder gerade ziehen. Ging aber gerade nicht. Jetzt kann ich es wieder wahrscheinlich, ne? Ja, siehst du? Komisch. Naja. Dann gucken wir mal, dass das genau passt. Kann man machen, ne? Ja. Gut, sehr gut. Lalala, lalala, lalala. So, dann mache ich hier mal ein bisschen weiter. Also es wird schon so eine bisschen maurige Angelegenheit hier. Ob das schön aussieht, weiß ich nicht, aber ich gehe dann so stufenweise runter, oder? Ich mache das jetzt mal. Ich muss halt probieren, ich muss gucken, ob das geht. Genau, dann gehe ich in diese Höhe und dann mache ich Folgendes. Das war das hier. Das hier. Das hier. Nee, das hier. So. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aha. Einmal bitte drehen. So. Ja. Oder? Und dann müssen wir jetzt auch natürlich die Burgspitzen machen. Aber ich brauche eine Gerade. Gab's Gerade? Oh oh. Oh oh. Ich hoffe. Also eigentlich muss es geben. Bitte Spiel, lass mich nicht hängen. Fang nicht an, mich jetzt schon zu verdrängen. Ich brauche... Das ist nicht die Farbe, die ich so... Nein, bitte nicht, nein. Ja. Technische Störung im Kopf gerade. Verdammt. Ich wusste genau, dass mein Let's Play so anfangen wird. Ach, guck da. Ha, ich hab's doch gewusst. So, warte mal. Ich drehe das mal wieder ein bisschen so. Hä, wohin? Zack. Ja. Ja, ja, da ist richtig. Hallo? Sieht das okay aus? Kann man... Ich glaube eher das. Ja, ja. Dann nehme ich das hier wieder raus. So. Dann nehmen wir das. Ditte. Ditte ist besser. So. Aber ich glaube, ihr wisst, was mein Problem gerade ist, ne? Guck mal. Das sieht behindert aus. Also warte, das kann ich so eigentlich nicht lassen. Oh Gott. Oh. Was habe ich mir da nur angetan? Gucken wir mal so. Ich baue erstmal. Ich will nur mal gucken. Nee, 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 das kann ich so nicht machen. Das kann ich so nicht machen. Wie haben die das denn eigentlich hier so gelöst? Also hier ist alles gerade gezogen, ne? Oh. Hier ist alles gerade gezogen. Warte mal, warte mal. Das kann ich... Also, tut mir leid, aber das verzögert sich jetzt ein Ticken. Ein Ticken. Aber wenn ich so eine fette Mauer hier habe, das ist auch nicht gerade das Schönste, sag ich mal. Ich glaube, da müsste ich ein wenig tiefer gehen. Es tut mir leid, aber da muss ich halt einen Ticken runter. Auf das Niveau von diesem Gebäude hier. Oder von dem Turm. So, zack, zack. Genau, so kann man das machen. So, dann brauche ich wieder eine gerade Wand. So, schnell, komm. Ich muss noch diese Ecke hier fertig bauen. Freunde, ich habe keine Zeit. Zeit ist Geld. Aha, ja, gut. Habe ich das nicht so aufgeteilt? Gerade Wände und dann halt nicht gerade Wände. Verdammt. Jetzt kann ich wieder nicht spezifisch bauen. Natürlich nicht. Warum auch? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber das ist nun mal ein Let's Play von ParkTube. Da brauchst du nicht viel erwarten. So. Also jetzt kann ich das... Aha, toll. Bleibst du? Bleibst du? Jetzt. Ich hab doch geklickt. Hä? Was? Klappt doch. Warum reg ich mich auf? So, dann mache ich den hier. Das mache ich gleich weiter, keine Sorge. Habe ich nicht vergessen. So, ich werde hier natürlich auch Fenster und etc. dran tun, natürlich. Also das wird jetzt nicht so roh da stehen bleiben, wie ein rohes Stück Fleisch. Nein, das wird noch bearbeitet, natürlich. Aber vorher muss ich mich halt um andere Sachen kümmern. Und zwar Objekte raussuchen. Damit werden wir viel Spaß haben hier. Zack, zack. Drehen, drehen, drehen. Aber langsam habe ich so den Dreh raus. Haha. Nehmen wir den hier. So. Erinnert mich natürlich alle, glaube ich, an Mystery Castle hier, diese Dinger. Total. Da könnte man auch Mystery Castle bauen. Ich habe mir auch überlegt, dass wir das Phantasialand nachbauen, aber ich kenne das Problem. Ich habe das zu oft versucht und es ist immer gescheitert. Deswegen machen wir einfach was Eigenes. So, dann drehe ich das auch nochmal und dann kann man das hier zubauen. Spiel, Spiel, Spiel. Hallo, Spiel? Oh, das ist irgendwie zu groß, ne? Gibt es nicht eine kleinere Version? Oder haben wir die genommen? Das sieht jetzt nicht richtig aus. Ich guck grad mal. Andi guckt. Oh, ich müsste... Eigentlich müsste ich jetzt die Folge beenden. Fuck. So, schnell, komm hier. Ich brauche... Warum denn daneben, wenn das denn... Ich mach erstmal so. So, keine Sorge, ich werde das noch, hinkriegen. Nächste Folge. Nächste Folge. So. Raus aus dem Baumodus. So. Also ungefähr... Naja, es wird auf jeden Fall burgig. Oh, es wird burgig. Burgig wird das. Naja. ParkTube-Skills habe ich gerade ausgepackt. Also erwartet nichts übertriebenes, krasses hier, also in diesem Let's Play. Ich werde halt versuchen, was Schönes hinzukriegen, aber wie du siehst, klappt das nicht ganz. Ich freue mich dann auf jeden Fall, wenn man die erste Bahn oder Achterbahn baut oder Holzachterbahn, darauf freue ich mich am meisten. Das wird alles noch gemacht, aber vorher müssen wir natürlich ein bisschen Szenerie hier aufbauen für die Besucher, damit die Bock haben, hier reinzugehen in den Park. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge und ich wünsche euch noch einen schönen Tag auf YouTube. Und guckt nicht nur dieses Let's Play, weil das ist Katastrophe, ja? Also, vielen Dank und man sieht sich. Tschö! Tschüss.